Ich sag mal wieder, sind die noch Platz bei Runde machen, hab ich gesagt, ja. Aber wo? Das habe ich gemacht. Pets Teich könnte ich theoretisch auch auf halbes Geld machen. Wir können aber auch hier mal halbes Geld noch machen, weil noch ein Ziegel war. Dafür nehme ich aber nicht Elsie mit. $600 bekomme ich dafür. Beispiel, hatte ich Hand jetzt beim Einkaufen blau und Mark vergessen, meine Maske aufzuziehen, null Reaktion. Ja. Die Leute haben es vergessen, dass es das mittlerweile wieder gibt. Ignorieren das einfach alle. Oh, wie flüssig das ist, wenn ich einfach mal kein Mate dabei habe. Holy. Ultra flüssig. Corona, das Virus ist weniger gefährlich als die Psyche, die durch Quarantäne zerstört wird. Meine Meinung. Hm. Dann sollen die Leute sich vielleicht mal ein Hobby suchen. Jemand beschreibt mal die Maske in einem Satz. Ich, one for you, one for you. Was? Wir werden wahrscheinlich diese Runde mal wieder einen Reißnagelwerfer setzen, oder? Wir werden das mal. Ne, wir machen einen Reißnagelwerfer. Wir werden ihn auf 0-4-0 bringen, um Runde 63 easy zu schaffen. Ich habe ihn ja sehr oft unterschätzt. Hau rein, Timbe, später. Wenn diese Idioten weiter nichts machen, um Corona einzudämmen, sage ich nur Armageddon. Ja, leider, wir sind davon alle betroffen, was sehr ärgerlich ist. Mmh. Noch schneller? Du hattest den Fluch. Welchen Fluch? So, wir essen jetzt ein Duplo. Könntest du eigentlich von YouTube leben? Nö. Nicht mal Undertrage. Mm. Hätte man vor einem Jahr für 50.000 Euro in Einwegmassen investiert, wäre man jetzt Millionär von 5 Cent pro Stück auch. Mhm. Hm, 2 Euro. Ja, am Anfang vielleicht. Und was mit der CPM? Ist doch Gaming, oder? Was ist Gaming? Die CPM ist nicht so geil. Wie gesagt, bist du größerer YouTuber? Hast du andere Deals? Und ähnliches. Wann hast du Konflikt auf Chims gemacht? Gestern? What the fuck, geht zocken, was zerstört die Psyche denn, hä? Ja, die Leute, dass ich eingesperrt bin. Ich meine, das ist ja nicht so, dass du nicht raus dürftest. Du kannst hier rausgehen, du kannst alleine joggen gehen, du kannst Fahrrad fahren, einkaufen gehen und so weiter. Das ist ja möglich. Es ist ja in Deutschland nicht so. Was ist eine Banane? Hm. Bin kurz weg, Brot machen. Ja, lass dir schmecken. Hi, Picture. Wurdest du schon auf der Straße gesprochen wegen YouTube? Nee. Das interessiert dich für Motorsport überhaupt nicht. Wie kommen wir nochmal zu deinen FAQ-Ausrufzeichen Fragen? Ich habe mal auf YouTube nach deutschen Memes gesucht und habe einen mit 5 Abos gefunden, der sagt, dass er nächste Woche von YouTube Geld bekommt. Ah ja. Sicher. Total glaubwürdig. Stop them. Excellent. Merkst du bei dir eigentlich was von dem Dezemberannahme oder weniger? Ja, ja, Dezember und November sind aber richtig gut. Weil da die Werbefirmen das Budget raushauen müssen. Wann dürfen die Lehrer entscheiden, wer wie Schutzmasken trägt? Manche Lehrer sind vernünftig bei uns, manche sind halt Reichsbürger, Vollidioten, da haben keine Ahnung, welches stimmt.
Wansen, was los, J-Rox? Ich bin hungrig, warte aber auf Abendessen. Ich bin auch hungrig. Ich hab. Ja, immer noch hungrig. Ich würde sagen, ich mache hier eher einen 204 statt einen 402. Ich kenne dich von Discord. Nice. Du bist wieder super, musst aber mal weg jetzt. So lange wir den Siedlern. Hau rein, test ja dann. Was hältst du von jemandem wie Monte? Keine Ahnung. Sollen die Leute machen, was sie wollen. Die Ehrensache. Kann ich mitspielen? Grundsätzlich ja. Ich gehe essen, lass dir schmecken. Halbes Geld. Hab nicht geguckt. Jo, halbes Geld. Kennst du nur von YouTube Leben immer noch nicht? Habe ich dir gerade schon beantwortet. Oder irgendjemand anderem. Viele wussten, dass es nach dem Anstecken gesunken sind, dass es wieder eskaliert. Ja. Es ist die logische Folge, wenn man alles oder wenn man vieles lockert, dass es halt ein Risiko eingeht. Ja. Oder dass man halt damit ein Risiko eingeht. Aber das Risiko muss man tragen. Aber nicht wissentlich tausende Leute anstecken. Wieso auf Klingsturm wegen Runde 63? Ist eine kostengünstige Alternative, um Runde 63 zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ich damit hier hinten auch angreife, da bin ich mir unsicher, aber eigentlich müsste es. Weil ich glaube, das hat keine Streckenbegrenzung. Hat ja überflutet das Tal auch nicht. Das eigentlich müsste es funktionieren. Willkommen zurück, Tobias. Mann, bin ich schlau. Was sind deine zwei Lieblingsheld und Affe? Oben Benjamin, Ninja U-Boot. Ah, ist das bedauerlich. Und das nur, weil ich kein Geld hatte für die Dreifachwaffe. Moin Boxy, boah, eine Bekannte ist so eine Demonstrantin, wieso kenne ich die? Keine Ahnung, ich würde den Kontakt sofort abbrechen. Diese Leute sind ja auch meistens unbelehrbar. Die nächste, ich komme in die nächste Runde, was wolle, was? Die nächste, ich komme in die Runde, nächste Runde, was wolle? Was? Eine HP, ist so. Hey Leute, wusstet ihr, dass im Platzbar funktioniert der Mana-Schild wieder? Oh mein Gott! Muss man hier einen hinsetzen. Damit wir auf der anderen Seite noch angreifen können. Ja, dass er hier angreifen kann. Spielst du das halbes Geld? Exakt. Ich würde das mal auf die 3000 sparen, glaube ich. Ich meine, das ist ein guter Skill auch für andere Runden. Ich mag Pickel am meisten und U-Boot. Warum magst du denn Pickel? Die sind doch total unansehnlich. Nicht nur die Leben und Krankheitsverläufe, sondern auch Ausbildung, Studiengänge, Forschung und Leute, die innerhalb der nächsten 3 Jahre Abi machen, leiden unter Covidioten dieses Ausmaß. Ja. Ist richtig. Und der Skill hat auch mega wenig Cooldown. Das ist voll nice. Ah, ich bin so ein Vollidiot, ey. Warum habe ich dieses Skill benutzt? Und Platz auf 180, man kennt's. Psst! Psst! Du Fiesling! Was ist dein Lieblingsanime? Assassination Classroom, No Game No Life, Death Note. Taschenfeier, was ist deiner Meinung nach die meist unterschätzte Skillung? Ich würde tatsächlich sagen 050, das ist super Entfernung. Das ist wirklich ein extrem starker Skill. Dafür, dass es so günstig ist. Ist halt eine aktive Fähigkeit, ist halt so. Aber sie hat super wenig Code und macht super, super viel Schaden. An normalen Bloons, nicht an Zeppelin. Glaube ich zumindest. Warum hast du bei der vorletzten Runde keinen Mama-Sheet bekommen? Wie bitte? Bei Pickle eine Ehrenfrau ist. Du weißt schon, dass das Brickle vielleicht heißt.
Moin, Namlos. Seit wann funktioniert im Platz war das Malerschiff wieder? Ja, ich hab gehackt. Das ist eine Hack-Version. Ich bin mir unsicher, ob ich hier was setzen soll. Das kann nicht schaden, glaube ich. Einfach mal so ein bisschen safe was zu setzen. Kannst du mal wieder mit Zuschauer und Chimps spielen? Bei Gelegenheit. Oh mein Gott, der Plasma geht nur noch 60 Runden. 80, ja. Meiner ist Attack on Titan auch richtig. Attack on Titan ist auch ein exzellenter Anime, den ich mir wieder angucken müsste, weil der wirklich extrem gut ist. Ich habe ihn noch nicht allzu oft gesehen. Overlord, ah, ich habe auch Overlord angeschaut. War nicht ziemlich lame, muss man sagen. Okay, warum auch immer ich nichts hatte. Also was Ätzendes. Ich bin nicht ganz bei der Sache. Ich nenne sie so, voll lustig, oder? Naja. Frage, hast du schon mal Minecraft gespielt? Ich dachte, dass du das schon mal gemacht hast, aber naja, egal, auf jeden Fall kannst du mal eingespielt zu Minecraft Tileblocks Pixel machen. Ausrufezeichen angespielt, Ausrufezeichen Projekte. Einfach mal nachgucken, da findest du über ein Dutzend Minecraft-Projekte. Weil ich die 16.000 glaube ich für Dings brauche, oder? Warum ist der günstiger geworden? Keine Ahnung. Ah, schlecht. Ich brauche das Super Inferno dafür. Das reicht wohl nicht, oder? Ja. Ach, so ein verfickter Scheißdreck, ey. Boah, ich könnte kotzen. So eine verdammte Kacke. Ah, ich muss fluchen. Krass, wenn das ein richtig guter Anime ist, hält sich aber von allen anderen ein bisschen ab. Komm her. Kommt, kommt. Njo, zerstört, ihr Mistviecher. Okay, ich muss mich noch ein bisschen beherrschen. Meine Schwester redet in meinem Mikro, weil sie denkt, dass du sie hören kannst. Oh, ist das süß. Wen magst du mehr, L oder Light? L. Wenn ich Chimps mitspiele, bitte mich durch Karin, danke. Hä? Ist doch voll bescheuert. So Leute brauche ich doch gar nicht. Ich kann nicht verstehen, wieso Menschen so unverantwortlich, naiv und stur sind, ganz feuchtig ausgedrückt. Ich komme nicht klar. Ah, da kannst du dich besser gerade ausdrücken als ich. Ich kann mich da nicht zurückhalten. Moin, Moos. Ich glaube, bei Attack on Titan wird die vierte Staffel im Oktober oder so. Nice, wäre auf jeden Fall mega cool. Ich warte nämlich drauf. Auf Netflix gibt es immer nur noch die erste. Das ist voll dumm. Ich finde es gut, dass du immer so gut du kannst, alles vorliest. Ich kenne viele, die es nicht machen. Du bist ein richtig guter YouTuber, ich weiß. Danke. Hab heute Parasite zu Ende geguckt. Ist das gut? Das klingt nicht wie ein Anime. Oder? Ich bin unter 70.000. Ah, schlecht. Schlecht, schlecht. Ich würde die Arcane noch bauen. Oder Super Inferno. Aber Super Inferno ist teurer. Bin wieder da. Welcome back, Frabetus und Killer Black. Was hältst du von Darling in the Fran? Kenn ich nicht. Vielleicht machen wir einfach noch einen zweiten davon hin. Oder wir warten, bis wir die 11.000 haben. Ah, das Super Inferno ist ganz gut. Das bräuchten wir eher. Das macht schon gut Schaden, muss man sagen. Schaust du den Anime Sword Art Online? Ja, schon dutzende Male durchgeschaut. Ja, super. Ganz toll gemacht, Owen. Ganz toll gemacht. Wenn man diese Woche dabei in Koop war, darf man die Woche nicht mehr, oder? Du sollst bitte erst einmal den anderen den Vortritt lassen. Und wenn sich keiner findet, kannst du nach einer halben Minute reinjoinen. Hey King! Parasite, geiler Anime, viel spannende Kämpfe und so weiter. Okay, kenne ich gar nicht. Klingt aber gut. Zitat, zwei Sachen unendlich, das Universum, die Dummheit. Beim ersten bin ich mir nicht sicher, beim zweiten bin ich mir sicher, von Albert Einstein. Ja, das Zitat wurde mal abgewandelt. Es gibt auch immer noch einen cooleren Spruch.
auf Pokémon bezogen. Es gibt drei Dinge, die unendlich sind. Die menschliche Dummheit, das Universum und die unendliche... Das... Ah, geil. Das unendliche Vorkommen von Zubats in den Höhlen der Kanto-Region oder so. Ach, komm schon. Nochmal so viele. Bei der Dummheit bin ich mir... beim Universum bin ich mir nicht so sicher. Das ist auch ein guter Spruch. Was machst du am liebsten? Chillen, Netflix gucken, aufnehmen. Wie geht's dir so? Mir geht's gut, King, und dir? Dark hier unter 70.000, schlecht, ich habe nur 2.000. Ja, ich spiele auch schon Ewigkeiten. Das sind die drei stärksten Affen vom Damage her. Schwarzer Sonnengott, fliegende Festung. Zauberer Phönix, würde ich behaupten. Ich war noch gar nicht, mein Name. Okay. Da musst du dort reinkommen, ne? Musst du schnell genug sein. Und mein nächster Lieblingsanime ist Sword Art Online, nur dass die letzte Staffel auf Japanisch ist. Naja, die aktuellen Folgen habe ich, gucke ich auch nicht. Die warte ich, bis die auf Deutsch rauskommen. Ich habe aber die. Ja, die ersten vier Arcs geschaut. Ich weiß nicht genau, welche, wie das in Staffel eingeteilt ist. War ein bisschen strange. Ey, meine halbe Welt ist da. Juhu, Dachchen. Es geht ab. Schneider. Ich schau mal wieder beim Stream an, seit dann langem. Nice. Echt Zauberer Phönix. Also ich finde, der macht schon extrem viel Damage. Gerade mit dem Skill. Extrem heftig. Moin Benno, mir geht's gut und dir? Also ich finde den ersten Mal hier besser als den anderen. Finde ich nicht. Aber jeder hat seine eigene Meinung. Cool, wie viel Geld habe ich ausgegeben? Zu viel, aber ich kriege auch 600, ne? 660 kriege ich. Nice. Auf jeden Fall haben wir wieder eine neue Medaille bekommen. Im Singleplayer. Und zwar noch ein Ziegel. Halbes Geld. Und zwar eine ekelhafte Mission. Es fehlt dann nur noch Chimps. Dann haben wir das auch geschafft.